Launer, CDU-CSU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. 200 Millionen, 130 Millionen, 80.000. Das sind drei Zahlen, die belegen, dass Frauen weltweit nach wie vor von Diskriminierung, Gewalt und Fremdbestimmung betroffen sind. Das sind drei Zahlen, die uns ausdrücklich vor Augen führen, dass der Kampf gegen Benachteiligung längst noch nicht gewonnen ist. 200 Millionen Mädchen sind laut UNICEF weltweit von weiblicher Genitalverstümmelung betroffen. 130 Millionen Mädchen besuchen nach den Angaben der Entwicklungsorganisation ONE keine Schule. 80.000 Anrufe, genauer 81.756, gingen im Jahr 2016 bei dem bundesweiten Hilfetelefon für von Gewalt betroffene Frauen ein. Sicherlich, meine Vorgängerinnen haben es schon angesprochen, wir haben in Deutschland in den letzten vergangenen 100 Jahren viel erreicht. Wir haben das Frauenwahlrecht eingeführt. Seit 1977 können wir ohne Erlaubnis des Ehemannes arbeiten. Wir können Beruf und Familie vereinbaren, ohne zum Glück, ich sehe das so, ohne als Rabenmütter angesehen zu werden. Die Vergewaltigung in der Ehe ist strafbar. Wir haben eine Bundeskanzlerin, eine Chefin des Internationalen Währungsfonds. Wir haben weibliche Mitglieder im Parlament. Das ist selbstverständlich, auch wenn es, und da gebe ich Ihnen gerne recht, noch mehr sein könnten. Es wurden Programme und Gesetze aufgelegt, um den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu steigern. Auch jetzt gerade wieder ein Professorinnenprogramm. Und wir beobachten jetzt mal einige Jahre deren Wirkung. Aber all dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir noch vieles zu tun haben, dass echte Gleichberechtigung eben noch lange nicht erreicht ist. Und ich will das anhand von zwei Themenbereichen verdeutlichen. Einmal die Bildung und einmal Gewalt. Denn ja, hierzulande ist es selbstverständlich, dass Mädchen lesen, schreiben, rechnen können, zur Schule gehen können, eine Ausbildung machen können, dass sie studieren können, wenn sie es schaffen, dass sie berufstätig sein können. In vielen anderen Teilen der Welt, und heute ist Weltfrauentag, ist das nicht ansatzweise der Fall. Und wir alle wissen, dass gerade Bildung der Schlüssel zur Teilhabe ist, der Zugangscode zu mehr Gleichberechtigung, ja, und überhaupt die Voraussetzung, dass Frauen effektiv für ihre Rechte kämpfen können. Es ist daher absolut notwendig und auch richtig, dass die Union und die SPD im Koalitionsvertrag vereinbart haben, dass es in dieser Legislaturperiode zu einer Steigerung der entsprechenden Haushaltsmittel im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit geben muss. Ein weiteres Thema ist das Thema der Gewalt. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation sind mehr als ein Drittel der Frauen weltweit von Gewalt betroffen. Sie erleiden physische Gewalt, psychische, sie werden kontrolliert, es wird ihnen vorgeschrieben, wen sie heiraten sollen, welches Leben sie führen sollen, und sie haben oft nicht das sexuelle Selbstbestimmungsrecht. Das haben wir besonders in ausgeprägten patriarchalischen Strukturen. Wir haben jüngst verstärkt diese Tendenzen in einigen Gebieten der Welt, und wir haben es leider, leider auch bei uns. Und deshalb müssen wir uns fragen, was die Ursachen sind und da ansetzen. Leider ist es so, dass es in Teilen kulturell bedingt ist. Wir haben es in den letzten 100 Jahren geschafft, uns weiterzuentwickeln. Deshalb müssen wir auch klar machen, dass wir in Deutschland kulturell bedingte Diskriminierung von Frauen nicht akzeptieren. Es ist zum Teil ein Ausdruck der Macht. Und manchmal ist es so, und wenn man mit Opfern spricht, hört man es immer wieder, dass oft die Männer irgendwie überfordert sind, eine Drucksituation haben, mit ihrem eigenen Leben unzufrieden und diese Wut und Unzufriedenheit, diesen Druck einfach an den Partner weitergeben. Und deshalb müssen wir auch da ansetzen. Deshalb haben wir das Hilfetelefon eingerichtet,
Und ich freue mich, dass wir in dieser Legislaturperiode weitergehen werden und wollen im Bereich der Frauenhäuser. Es ist wichtig, dass wir die Frauen erreichen, dass es aus der Schmuddelecke, aus dem privaten Bereich rauskommt und dass wir Opfern Mut machen und sie stärken. Aber wir sollten auch an die Männer herangehen, denn auch sie müssen verstehen, dass es keine Toleranz ist, dass es keine normale Reaktion ist. Manchem wäre ja schon geholfen, wenn er sich selbst bewusst machen würde, wie er denn leben würde, wenn er seine Frau nicht hätte. Wir starten eine Öffentlichkeitskampagne als einen Schritt. Und es ist schön, dass wir heute an diesem Tag uns allen diesem Problem bewusst werden. Denn es ist wichtig, dass wir auch in Zukunft dafür kämpfen, damit Gleichberechtigung nicht nur auf dem Papier steht, sondern auch in der Realität gelebt wird. Vielen Dank. Danke sehr.